Hallo und herzlich willkommen zu Spin Tires Mud Runner. Und direkt mit den Challenges legen wir los. Ich bin Francesco vom Kanal Seinspinner. Und ich würde mal sagen, wir legen direkt los mit The Rig. Ich vermute mal, das heißt der Sattelschlepper. Wenn man The Rig eingibt im Übersetzer, kommt dann die Bohrinsel raus, aber da wir halt keine Bohrinsel fahren können zu einem kleinen Dorf, ist es wahrscheinlich so. Heißt, wir müssen einen Trailer uns holen und dann zum kleinen, in die kleine Stadt fahren. Und ja, für wahrscheinlich um die 3 Sterne zu bekommen, darf man keinen Schaden an irgendwas machen. Oder zumindest an keinen Fahrzeugen. Immer auf der richtigen Fahrbahnseite fahren und wenn man den Trailer hat, eine Cockpit-Kamera fahren. Allerdings weiß ich ehrlich gesagt nicht, vielleicht noch nicht, wie die Cockpit-Kamera geht. Da ich bis jetzt eigentlich nur 2 Kameraperspektiven sehen konnte und das war einmal Front und einmal Trailer. Und ich würde mal sagen, wir starten die Challenge. Falsch, wir starten sie nicht. Denn ich Idiot habe fast vergessen. Abgesehen davon, dass ich noch eine Lautstärke zu laut war, beziehungsweise so gesehen 2. Dass ich nämlich noch den Equalizer ausschalten muss. Meine Güte. Das ist so umständlich. Welcome to the Challenge Primary Objective. Ja, wissen wir alle schon und so weiter und so fort. Das sind offenbar wir. The first thing we need to do is pick up the trailer, activate the navigational map to locate it. Dann, wollen wir das doch mal machen. Wir sind dort und wir sollen nach dort fahren. Das ist aber gut zu wissen. Okay. Da sollen wir hin. Attach a garage semi-trailer to your truck. Okay. Starten wir mal die Engine. Oh. Das ist ja auch mal. Das ist aber schön. Also ich kenne ja schon Spin Tires, allerdings nicht Mud Runner. Also ich kannte die vorherige Version davon. Bin mal gespannt, wie das so ist. Ich habe das Tutorial gefahren. Eieiei. Hat ja schon einen richtigen Linksdrall. So, wir sind nicht auf der verkehrten Seite gefahren, das ist schon mal wichtig. Aber ich werde auf alle Fälle erstmal Challenges machen. Und danach Singleplayer dann hier jetzt andere Sachen. So, wir sind die Maps vervollständigen. Vermutlich in allen Variationen. So gesehen easy Methode mit schmalen Trailern, also mit nur so mit diesen Small Lock Dingern da. Also ich weiß noch mit diesen 2 Punkte Dingern da, mit den kleinen Stämmen, mit den Mittelstämmen und mit den langen Stämmen auf was weiß ich, normal oder einfach und dann auf Hardcore, dann das Ganze auch nochmal heißt, jede Map wird so gesehen 6 Mal gemacht. Kann immer zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Von daher dachte ich mir, das ist bestimmt nicht. Moment, wenn man vorwärts fährt. Okay, ja, weil wegen. Klar. Aber das finde ich schön, dass man auch jetzt sowas hat. Ich hätte mir gedacht, ja toll, jetzt haben wir ein neues Spiel rausgebracht. Soll in der Blödsinn, aber hätte ich nicht gedacht, dass es doch so gut gemacht ist. Also anders gemacht ist, besser gesagt. So, und gleich sollen wir
den attachen und ja. Das ist jetzt hinten und das ist vorne. Erstmal muss ich gucken, wohin sollen. Wir sollen hier unten hin. Okay. Ich würde. Ich würde ja schon fast sagen, wir fahren dann hierhin, dann dorthin, falls es möglich ist, dann. Ja, das war hier, dann dorthin. Und dann. Oh, man kann das verschieben, das ist aber schön. Dann nach dort und dann. Im Grunde genug da. Verdammt! Vorher war das doch nicht so, dass dann das, wenn man okay drückt hat. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Das ist natürlich gar kein Problem. Und. Na gut, ich bin jetzt offiziell. Erstmal verwirrt. Ja gut. Dann können wir wahrscheinlich nicht mal die drei Stellen schaffen, dann fahren wir einfach mal los. Ja, tut mir leid, wenn das nicht für PC geht, dann kann ich auch nichts machen. Beziehungsweise, oder ich wäre einfach nur zu blöd, um das, was natürlich auch sein kann, aber ich habe nichts gesehen in den Einstellungen. Von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass es keine Einstellungen dafür gibt. So, fahren wir richtig raus, ich befürchte nicht. Doch, da gibt es nur einen Weg. Dann machen wir es halt so. Hauptsache, wir schaffen es irgendwie. Bleiben wir auf der richtigen Seite. Ist ja auch wichtig, auch wenn es hier wahrscheinlich keinen Verkehr gibt. Oh je. Oh je. Alles klar. Kamera vielleicht so. Nee. Das muss man natürlich erstmal wissen, ne? Ja gut, im Grunde genommen ist es ja auch schon fast zu spät, aber wir lassen es einfach mal. Das muss man ja erstmal wissen, dass man vielleicht aus der Tür rausklicken. Ups, kann. Nicht so ganz angenehm, finde ich, zu fahren. Stört mich halt hier die ganzen Rumgreifereien. Oh je. Ja, ist ja schön, dass es dann wieder zurückgesetzt wird, die Kamera, natürlich. So gesehen haben wir eigentlich jetzt gerade noch einen Stern möglich. Ansonsten. Das dauert ja gar nicht so lange hier.
scheint mir so. Vielleicht mache ich es dann gleich nochmal, falls ich nur einen Stern habe. Weil zwei Sterne sollten wir schon haben, würde ich sagen. Okay, da sind wir ein bisschen weit gefahren. Kann ja mal passieren. Oh je, da vorne wird's eng. Das sieht aus, als ob es passen würde. Aber es gefällt mir, dass es, oh Gott, Challenges gibt. Holla die Waldfee. Hat schon was. War das zu früh? Dezent. Nee, lieber nicht rückwärts. Sonst rutscht man auch in den anderen wieder rein. Das wollen wir ja auch nicht. Wir nehmen schon mal ein bisschen Baum mit, das ist natürlich auch in Ordnung. Reverse the truck, so, alles klar. Guck, erstmal einen verpackten Baum, Busch. Hier ist ein richtiger Simulator, ist ein richtiger Simulator geworden. Also nicht nur von A nach B, sondern auch irgendwie Mission noch am Ende. So gesehen, oder noch ist schon am Ende. Wissen wir zumindest auch schon mal, wo, wie man zum Cockpit kommt. Und wenn wir damit fahren sollen, dann fahren wir damit auch, wenn, naja. Auch wenn wir das Geier ein bisschen zu viel ist damit. Das Lenkrad wird für mich persönlich so oft rumgerissen oder so krass rumgerissen, dass es irgendwie nicht mehr so gut aussieht, finde ich. Und mich eher stört. So, jetzt muss ich noch detachen. Nee, detach Trailer. Mal schauen, was das heißt. Okay. Klar, Damage und so weiter. Nur ein Stern. Ach, ich mach's einfach jetzt nochmal, würde ich sagen. Los geht's. Ich bin unbedingt Sylt hier, zack. So, und diesmal wirklich hoffentlich ohne Schaden.
wollen wir wieder andocken. Und ab in die Cockpit-Kamera. Und diesmal nicht diesen dämlichen Stein treffen. Ja, und echt irgendwie schade, dass die Spiegel halt keine Funktion haben, außer zu existieren und zu wackeln. Dass man sie nicht nutzen kann, um irgendwie was zu sehen, wo man gerade im Schwäler ist. Das hätten sie echt noch programmieren oder einbringen können, wenn sie schon so einen Challenger machen, dass man dafür einen Stern bekommt. Aber so ist es echt schon ein bisschen sinnlos. Also, das erschwert das Ganze ja noch mehr. Ja, übrigens mit Tastatur. Und nicht mit Gamepad oder sonstiges. Boah, ist das ein Zirn. So, jetzt wollen wir hier links rum. Und diesmal nicht diesen Stein da treffen, der irgendwo hier rechts gleich ist. Da vorne ist er sehr gut versteckt. Natürlich wollen wir auch nichts anderes treffen. Vor allem den LKW und das Auto, was er so super parkt. So, jetzt links rum. Ui. Ui. Vorsicht. Die Frage ist, ab wann zählt das als in der falschen Richtung fahren? Auch wieder Steine, müssen wir auch aufpassen. Ich sehe echt gar nichts, wo was auch immer ist. Durch. Ich glaube, wir stecken gleich echt fest.
Hat ja schon mal geklappt mit dem Wünschen. Uiuiui. Vor allem müssen auch etwas einparken, kann das sein? Das ist immer richtig random dann. Und man sieht echt überhaupt nichts. Ah doch, können wir jetzt. Ach, sehr schön. Ich habe schon befürchtet, das wäre nicht erlaubt. Oh je. Nicht nur auf dem Ende den letzten Sterne verbasen. Trailer. Und hier hin. So, jetzt müssen wir aber. Ja, sehr schön. Das war den letzten Mal in Scherne. Und ja, damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen von dieser Challenge des mit dem Sattelstepper oder ja, der Sattelstepper. Ich bin es, Francesco. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.